Ich bin bei der schärfsten Zunge aus ganz Regenfeld und wir probieren Vorbro-Produkte. Wetten, der im K-Markt, Mann, der jault gleich wieder rum. Sonst jault er rum, kannst mich während der Arbeit nicht nerven. Und jetzt sagt er bestimmt, ich hab Mittagspause. Wie er darauf reagiert und wie es ihm schmeckt, erfahrt ihr nach dem Intro. Ab geht's. Hammer, was willst du hier? Ich habe Mittagspause. Ey, sonst jaulst du auch immer, weil ich während der Arbeit hier bin. Jetzt bin ich nach der Arbeit hier, bist auch wieder am Jaulen. Ja. Ich habe uns was. Warte. Ich habe uns was mitgebracht. Hier, guck mal. Leckere 4Bro-Produkte. Was geht, Digga? Das macht mich echt salzig. Was ist das für ein Muckzeug, du? Räudiger Rüde, sagt man das auch so? Los, komm, wir gehen rein. Ja, das ist der neue Mitarbeiterraum, den finde ich persönlich ein bisschen unheimlich. Warum? Ja, erstmal ist da oben so ein Tier, was du bei der Jagd ergattert hast, auf dem Flohmarkt oder so. Das ist Hermann, oder nee, Herbert. Herbert heißt der, ja. Herbert. Und dann hast du hier, der Raum strotzt vor Selbstverliebtheit. Ein eigenes Bild mit Brandmalerei, ein Spiegel mit deinem Logo. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. Aber es geht heute, wie gesagt, um diese Sachen hier. Um 4Bro, das sind so geile Produkte. Wow, was geht ab, Mann, 4Bro, Alter? Rap-Battle oder so? Ja, wir sind ja auch Rapper. Na? Und das ist ja auch hier Capital Bra und so, die, ich weiß gar nicht, ob das daherkommt oder ob die das bewerben. Und wir sind ja quasi die Rapper aus Regenfeld, könnte man sagen. Und, die schmecken geil. Ja, böse geil. Jo, da sind die Bros. Da wird noch richtig mit Kippe geworben, das ist oldschool. Was singt ihr denn? Schade, für 600 Euro seht ihr das? Wohlstand. Ja, Kokos-Negerküsse gibt's ja gar nicht. Hallo? Hallo? Schaumküsse, meinte ich. Ja, wir sitzen hier auf dem braunen Sofa. Eva probiert. 4Bros. Und 4Bros reden natürlich ganz anders. Jo, Digga. Was geht? Das ist total wild, das Zeug. Das ist total wild, das Zeug. Du fermentierst ja auch nur rum, ne? Kontrolliertes Gammeln. Bro, Anrede eines Freundes. Bro, was machen wir am Wochenende? Steht hier. Das heißt ja nicht Bro heute, ne? Abwandlung von Bro oder Bruder. Bro. Merkel. Nichts tun, keine Entscheidung treffen. Das ist doch Dogshit, Digga. Hundesohn? Voll lame, Digga. Ich küsse deine Augen. Hab gerade Kopfhörer mit den Initialen L und R gefunden. Gehören die hier jemandem? Die Dinger sind echt Perle. Das war eine Smoothie-Aktion. Kann ich dir sonst noch was anbieten? Manteltaxi? Das war mal ein kurzer Ausflug in die Welt der Bros, Digga. Jo, Digga. Was geht, Mann, Alter? Wir sind zu alt geworden, oder? Ja, ich komme da gar nicht mehr klar hier. Lasst ein Abo da. Haut rein. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.